Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Zakorak Mac Krakorak. Zack Mac Kraken. Sodala, wir stehen jetzt hier ziemlich doof rum mit unseren beiden Heldinnen auf dem Mars, weil wir nicht durch das Tor kommen. Es ist ein bisschen her, dass ich die letzten Folgen aufgenommen habe. Ich habe jetzt ungefähr eine Woche Spielpause gehabt. Und in dieser Woche habe ich mir viele Gedanken gemacht, na so viel auch wieder nicht, aber ein paar Gedanken darüber gemacht, was man jetzt noch machen könnte. Und mir sind mindestens noch zwei Sachen auf der Erde eingefallen, die wir uns mal mit Zack anschauen werden. Aber ich glaube fast, wir sollten einen Zug zurückfahren, wenn es geht, oder? Damit uns die beiden nicht ersticken. Jetzt frage ich mich nur, geht das eigentlich einfach so? Aber hier funktioniert ja irgendwie der Monolith, glaube ich, nicht, oder? Benutze Cashcard. Der Schlitz ist total zerstört. Und zu Fuß gehen können wir auch nicht. Nicht, dass die uns hier ersticken. Das wäre jetzt nämlich... Das wäre doof, ne? Eine Münze hätte ich noch. Zum Glück habe ich eine extra Münze dabei. Ich würde mit den beiden nämlich wirklich, wenn es geht, gerne zurückfahren. Ins Gesicht auf dem Mars. Na, nur für den Fall, weil ich habe Angst, auf jeden Fall. Benutze Münze Bahn. Okay. Benutze Bahn. Nein! Können die nicht zu zweit fahren oder wie? Okay, warte mal. Stopp! Laden. Laden wir nochmal. Hätte ich noch ein Safe Game, bevor ich mit den beiden mit der Bahn losgefahren bin auf dem Mars? Ja, das ist leider sind die... Ah, oh, das wollte ich überhaupt nicht. Oh Gott. Leider sind die Safe Games nicht mit Datum versehen oder sowas. Deswegen ist das sehr schwer zu sagen. Also, ich muss mir jetzt mal merken, wer wer ist. Die Melissa ist die mit der Münze. Okay. Mit der kann ich jetzt benutze Münze im Bahn machen. Benutze Münze. Nein, benutze Münze in Bahn. Okay. Und jetzt benutze Bahn mitnehmen. Öffne Bahn. Nimm ab Bahn. Schalte ein Bahn. Öffne Bahn. Bahn. Nimm Bahn. Hat das jetzt funktioniert? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, oder? Die ist nicht eingestiegen. Oh, ist das doof, ey. Nee. Na super. Nee, so geht das nicht. Die müssen die gemeinsam nehmen mit ihrer letzten Münze. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein, oder? Oder wollen wir sie stehen lassen? Aber ich habe echt Angst. Ich halte das nicht für eine gute Idee. Nimm Bahn. Kann ich nicht nehmen. Benutze Bahn mit. Ja. Eine Fahrt $100. Lease Cashcard. $42. Oh, 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 oh. Das gefällt mir gar nicht irgendwie. Benutze Lease Cashcard. Sie hat noch über $1000. Okay. Dann mache ich jetzt Folgendes. Und ich hoffe, dass mir das hinten raus dann nicht in den Hintern beißt. Aber gut. Ah, das ist wirklich... Das ist wirklich nicht gut, finde ich. Dass das nicht geht. Fahren kann. Gehe zu Bahn. Drücke Bahn. Ziehe Bahn. Nimm Bahn. Öffne Bahn, nimm ab Bahn, benutze Bahn, schalte ein Bahn, wechsel Bahn,
Energie zu. Es geht einfach. Sie kann nicht zu. Warum können die nicht zu zweit mit der blöden Bahn fahren? Okay, aber alles kein Problem. Kostet die hier auch 100 Dollar? Dies. Achso, Quatsch. $100. Jetzt passt auf, das ist zwar jetzt echt saublöd, aber ich benutze jetzt die Cashcard hier sehr oft. Eine Münze! Drei, im Grunde fünfmal. Ja, es hilft jetzt nichts. Okay. Ah, das ärgert mich richtig, Mensch. Ah. Oder wisst ihr was? Vielleicht... Nee. Ich will die in Sicherheit bringen. Am Schluss komme ich in eine auswegslose Situation. Davor habe ich am meisten Angst. Am Schluss kriege ich dann irgendwann die Meldung, so, oh, die beiden ersticken übrigens gleich. Ein bisschen doof. Vorsicht, Vorsicht. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Also, jetzt nehmen wir die Bahn nochmal. Mit einer Münze. Und jetzt geben wir der anderen auch eine Münze, damit beide einwerfen können. Und dann gehen wir ins Gesicht und nehmen die Helme ab und dann ist erstmal gut. Auf dem Weg füllen wir vielleicht die Anzüge noch schnell auf mit Sauerstoff. Ist okay. Und dann sollen die im Gesicht auf dem Mars erstmal warten. Ich glaube, das ist hoffentlich wahrscheinlich keine blöde Idee. Hoffentlich wahrscheinlich vielleicht sind immer die besten Aussagen. Gib Münze zu Liesel. So, die Liesel, die eigentlich Leslie heißt, hat jetzt auch eine Münze. Liesel. Benutz Münze mit Bahn. Also manchmal weiß ich es auch nicht. Melissa, benutze Münze mit Bahn. Tatsächlich. Danke. Ach, Manu. Manometer, sprach der Peter. Und der muss es wissen. Bitte alles aussteigen. So, Melissa. Ich bin Melinda, nicht Melissa. Oder? Wie heißen die Schweine in der Muppets Weihnachtsgeschichte? Schon irgendwie so ähnlich, ne? Öffne? Wie war das gleich nochmal? Sauerstoff erstmal aufgeladen, das ist schon mal gut. Und jetzt ab in das Gesicht. Das Riesengesicht. Ich frage mich eh, warum dieser Vorhang hier anscheinend irgendwie die Atmosphäre im Gesicht halten kann. Aber ist auch cool. Nimm ab. Helm. So. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal schnell mit der Liesel. Ich finde Liesel einfach einen besseren Namen. Ich habe das irgendwie schon immer gemacht. Schon seit meiner frühesten Kindheit habe ich auch in Büchern und so die Namen von Figuren teilweise gar nicht gelesen in dem Sinn. Ich wusste teilweise bis zum Schluss von so Büchern nicht, wie Charaktere wirklich heißen. Ich habe diese Namen im Grunde nur in ihrem Wortbild erkannt, aber teilweise in meinem Kopf ganz anders abgespeichert. Und das mache ich teilweise immer noch. Manchmal ohne, dass ich es merke. Ich muss mich da echt immer zusammenreißen. Die Melissa und die Liesel. Es könnte zum Beispiel gut sein, dass wenn ich das als Kind gelesen, gespielt hätte, dass ich bis zum Ende immer Melinda und Liesel zu den beiden sage und gar nicht merke, dass die eigentlich anders heißen, weil ich die Namen nie bewusst lese. Verrückt, ne?
Verrückt. Okay. Also, mit unserem Zack hier habe ich nämlich zwei Sachen vor. Erstens würde ich gerne nach Mexiko. Ich glaube, da müssen wir nach London erst leider. Weil in Mexiko war doch auch so ein labyrinthartiger Tempel. Und dann hatte ich das Feuerzeug nicht dabei und es war dunkel und wir hatten Angst und wir haben uns verlaufen und ich war noch nicht so geschult im Kartenzeichnen, wie ich das heute bin. Ich hoffe, ich habe das Feuerzeug jetzt in dem Savegame. Ja, hat er hier. Deswegen sind wir dann, habe ich einen älteren Save geladen und habe ganz viel geweint. Aber jetzt dürfte es uns hoffentlich möglich sein, dass wir tatsächlich in Mexiko, wo wir gerade eben sind, durch den Urwald zu diesem seltsamen Tempel gehen, dort eine seltsame Karte zeichnen und dann seltsamerweise seltsam erfolgreich sind. Hoffentlich. Das wäre zumindest mein Plan. Kein Durchgang. Na super. Aber ich glaube, der Dschungel ist im Gegensatz zu den Labyrinthen tatsächlich nicht zufällig. Tatsächlich zufällig. Schon zufällig. Nicht zufällig. Bin ich eigentlich schon mal da lang gegangen? Wo kommen wir eigentlich da hin? Ja, wo kommen wir denn da hin? Okay, sind hier zufällig drei verschiedene Tempel? Oder führen alle Wege nach Rom hier? Ich gehe mal da lang. Hä? Bin mir... Ah, hier, Tempeleingang. Okay, Leute. So, Map-Zeichen-Skills lassen mich nicht im Stich. Hey, wenn wir noch mehr so alte Adventure spielen, brauche ich hier irgendwie eine Kamera, oder? Ich brauche eine Real-Life-Hilfsmittel-Kamera, damit man sieht, was ich mache. Aber jetzt erstmal muss ich es beschreiben. Also, wir gehen hier seitlich rein. Wir gehen von rechts rein. Ah, große Tür, kleine Tür, kleine Tür. Ich sollte den Dungeon in Einheiten aufteilen. Jetzt hätte ich gern kariertes Papier. Habe aber kein kariertes Papier hier. Vielleicht, jetzt muss ich echt mal gucken, schnell in der Schublade, in meiner Büroschublade, ob ich da kariertes Papier habe. Weil mit diesen Wandsymbolen könnte ich dann sehr gut ausmessen, wie groß die einzelnen Gänge sind, damit ich am Schluss nicht so viel Verzerrung drin habe. Das war leicht. Gott sei Dank. Kariertes Papier haben wir. Mikrofon ein bisschen anders hinstellen. Zeichnen kann losgehen. Also, jetzt passt auf. Dann mache ich das jetzt wirklich Kästchen für Kästchen. Wir haben hier einen Eingang. Und hier geht eine Tür nach oben. Nach Norden, sage ich jetzt mal. Die Perspektive verändert sich ja, während wir hier durchgehen. Leider, aber gut. Dann kommt jetzt zwei Kästchen nichts. Ein Kästchen, zwei Kästchen. So werde ich jetzt den Dungeon vermessen. Dann Tür. Im dritten Kästchen oder vierten insgesamt wieder eine Tür. Ein Kästchen nix. Und wieder eine Tür. Ein Kästchen nix. Und wieder ein Türkästchen. Zwei Kästchen. Nix. Und am Ende des Tunnels ein Durchgang. So, der Gang ist erstmal sehr gut abgebildet. Ich werde jetzt einfach mal durch die erste Tür gehen. Der Reihe nach alles. Hilft dir nichts. Da boxen wir uns jetzt durch hier. Halt, stopp! So. Durchgang. Gut, jetzt passt auf, nicht, dass ich die Perspektive vermassel. Wenn ich hier die Türen in die falsche Richtung mache, wäre es doof. Also nach meiner Logik jetzt zwei Kästchen nix, dann eine Tür quasi nach Westen.
Dann eins Tür, machen wir es ein bisschen schneller. Eins Tür, zwei Tür. Eins, dann eine Tür, eins, dann eine Tür. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Eins, dann eine Tür, zwei, dann eine Tür, oder? Aber ich schaue lieber nochmal. Ich mach's vielleicht doch nicht ganz so schnell. Sonst bringe ich Sachen durcheinander. Dann ärgere ich mich am Schluss. Gut Ding will Weile haben. Also zwei Felder Tür. Ein Feld Tür. Ein Feld Tür. Zwei Felder Tür. Ja, wäre schon richtig gewesen. Zwei Felder Wand. Dann wieder Tür. Und ja, auch eine Tür nach oben. Gut, ich gehe jetzt mal hier lang, weil dann können wir vielleicht erstmal so die Außengrundrisse des Labyrinths uns anschauen. Was ist Fackel? Benutze Fackel mit... Benutze Fackel mit Feuerzeug. Gut. Ich schätze, wir sind jetzt hoffentlich hier aus der Tür rausgekommen, ne? Nicht hier. Ich geh nochmal schnell durch. Ja, sieht richtig aus. So, jetzt pass auf, jetzt muss ich wieder... Das muss ich jetzt wieder... Da muss ich jetzt umdenken. Spiegel verkehrt. Im Grunde drehe ich am besten mal meine gezeichnete Map um. Weil dann stimmt ja quasi genauso, wie ich es hier sehe. Das ist ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Mit so einer Form habe ich nicht gerechnet, aber gut. Dann ist hier nix. Dann eine Tür. Da habe ich jetzt ganz falsch mit dem Zeichnen angefangen, befürchte ich. Obwohl, hier ist schon eine Wand. Okay, ist nur ein kleiner Gang. Dann gehe ich jetzt mal hier durch. Und suche die Fackel hier. Okay, so wie Zack gestanden ist, bin ich hier rausgekommen, ne? Genau. Gut. Das heißt, hier haben wir gleich eine Tür nach oben. Das wird schon wieder eng auf meiner Map, ey. Da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt ausgeht. Heiligskartöffle. Ich hätte vielleicht doch zwischen großer und kleiner Tür unterscheiden sollen. Ne? Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, aber eigentlich egal. Jetzt mal durch die Tür da oben. Aber meiner Zeichnung nach müssten beide so ziemlich sicher in den gleichen Raum führen, beide Türen. Das wäre sonst sehr komisch. Außer, das ist wirklich eine sehr winzige Kammer, in der ich jetzt hier stehe. Also ich bin hier rausgekommen. Ah, Mist, durch welche bin ich gegangen? Durch die hintere Tür? Durch die erste der beiden Türen bin ich gegangen. Durch die hier. Okay, mein Labyrinth ist unmöglich, so wie ich das gezeichnet habe. What? Das geht ja gut los. Was? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Hä? Was? Und die führt auch noch woanders hin? Also jetzt glaube ich hier gar nichts mehr. Also jetzt glaube ich es aber. Ist der Tempel hier vielleicht... Macht der etwa keinen Sinn? Kann das sein, dass der keinen Sinn macht? Aber alle anderen haben bis jetzt Sinn gemacht. Okay, aber entweder habe ich mich jetzt hier total verzeichnet. Oh! Huh. Was? Eine Plattform. Jetzt wartet mal, jetzt müssen wir erstmal hier lesen.
Okay, da haben wir noch ein, zwei Formen auf meinem anderen Schmierzettel stehen, ne? Die wir noch benutzen könnten. Benutze... Ich schätze mal, das ist unser Ziel, oder? Aber, ja, okay. Wo ist denn unser blöder gelber Stift? Ich finde ihn nicht. Ah, hier. So. Wo habe ich jetzt hier meinen anderen Zettel? Der mittlerweile auch schon ein bisschen für Tunguska benutzt wurde. Ah ja, da habe ich zum Beispiel eine Zeichnung, die versuchen wir mal. Ups. Das dürfte ungefähr... Das bewirkt... Ah doch, das bewirkt was. Kristallscherbe. Benutze Kristallscherbe auf Kristallscherbe. Das klappt nicht. Okay, dann versuchen wir hier mal wieder rauszugehen. Na gut, ich weiß zwar nicht, ob die Map irgendwie Sinn macht, aber sie dürfte mir zumindest helfen, wieder zurückzukommen. Weil dann wären wir hier durch die Tür gegangen. Was? Irgendwas stimmt hier nicht. Habe ich mich etwa doch vertan und wir sind in Wirklichkeit hier durchgegangen? Nee, warte mal, das kann auch nicht stimmen. Also irgendwo habe... Vielleicht habe ich auch nur einen ganz groben Fehler irgendwo gemacht. Aber ich habe mich jetzt komplett verlaufen. Das Gute ist, Räume, die dunkel sind, können wir gleich mal ausschließen. Verdammt, ich weiß jetzt, das ist aber, also, ich bin jetzt irritiert, ehrlich, weil ich nicht verstehe, wie wir da hingekommen sind, wo wir jetzt sind. Absolut nicht. Absolut nicht. Dammit. Oh Gott. Wahrscheinlich habe ich wirklich irgendwo einen groben... Aber mir kommt es auch so vor, als wäre jetzt der Rückweg anders als der... Also... Hier stimmt ja irgendwie gar nichts mehr. Oh, das ist gut. Sind wir tatsächlich beim... Ah, shit. Anscheinend nicht. Ich dachte schon, wir hätten es vielleicht geschafft. Soll ich nochmal versuchen, eine neue Karte anzufangen, damit wir vielleicht den Weg rausfinden? Ich meine, ich kann schon einfach wahllos durch alle möglichen Türen gehen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Findet ihr nicht, dass er sich so ein bisschen bewegt wie ein South Park-Charakter? Irgendwie schon, finde ich, oder? Der hat South Park schon vorweggenommen, den Animationsstil. Was ist das hier für ein blödes Labyrinth? Wie sind wir hier reingekommen? Und wie sollen wir hier jemals wieder rauskommen? Moment mal. Hier drin ist der Sound aber komisch, ne? Ah, warte mal. Das ist wahrscheinlich der Altarraum mit der Statue.
Das ist vielleicht ganz gut, ne? Ich würde sagen, ich speichere hier mal. Auch wenn es gerade ein bisschen verfahren ist, das Ganze. Aber da kommen wir schon wieder raus irgendwie. Und für heute machen wir jetzt Schluss. Und morgen werden wir mal gucken. Ich fange eine neue Karte an, glaube ich. Weil ich weiß nicht, wie wir sonst rauskommen sollen, befürchte ich. Ich fange eine neue Karte an und hoffe, dass ich mich beim letzten Mal nur irgendwo verzeichnet habe und dass der Tempel Sinn macht. Und dass wir mit der neuen Karte vielleicht rauskommen. Bestimmt habe ich mich irgendwo nur eine Abzeigung falsch eingezeichnet und schon macht nichts mehr Sinn. Naja, bis dann. Ciao.